Moment mal, heißt das, ich kann das Zeug trinken? Ich kann mir Energy-Drinks produzieren! Wie geil ist das denn, Mann? Warte, 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 das müssen wir unbedingt machen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory mit Mods. Meine lieben Freunde, es gab eine Vielzahl an neuen Entwicklungen sozusagen im Bereich Mods und auch jetzt im Bereich der Mods, die wir benutzen. Aber bevor wir jetzt zu den Mods kommen, an der Stelle noch einmal der kleine Hinweis. Ich habe hier mal wieder ein bisschen beim Saatis Progress was getan. Ich habe hier mal Anlagen gebaut, die uns produzieren Motoren, nämlich hier. Da ist jetzt auch schon mal ein bisschen was fertig geworden. Das schnappe ich mir jetzt hier einfach mal noch so ein Motorenstack, denn die brauchen wir ja auch für die Freischaltung. Ich habe jetzt schon freigeschaltet die Stufe für die Ölverarbeitung. Muss man jetzt noch mal gucken. Ist das auch so? Habe ich das gemacht? Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Ja, Ölpumpe und Ölraffinerie, genau. Denn wir müssen ja Plastik und Gummi machen, um dann auch weiterzukommen und weitere Dinge freizuschalten. Genau, und ich habe auch hier mal die Betonträger an Start. Nicht hier, da hinten, genau. Da hinten habe ich mal die Betonträger hier jetzt an Start gebracht, damit wir mal hier ein bisschen was freigeschaltet kriegen, damit wir hier auch mal weiterkommen und mal die höheren Stufen machen, nicht wahr? Ihr wisst, das Problem ist ja, ich muss der hier neu starten. Genau, ich schnapp mir das jetzt hier mal. Wunderschön. Und mein Ziel hier für den Saatis Progress ist es jetzt auf jeden Fall, dass wir so schnell wie möglich MK4-Bänder bekommen. Dann können wir nämlich die Produktion nochmal deutlich steigern für viele Sachen, ohne dass wir jetzt hier groß Anlagen bauen müssen und so. Beim Stahl, da haben wir teilweise jetzt schon ein bisschen das Problem, dass ich da ja schon so ein bisschen an so einem Limit ankomme. Das ist halt alles nicht so einfach. Genau, jetzt gehen wir mal runter zum Hub, denn es gibt eine neue Mod, die ich euch gerne mal zeigen möchte, die ich jetzt neu installiert habe. Erstmal natürlich an der Stelle der Hinweis, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Saatis mit Mods reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in die Playlist rein, wenn euch andere Mods auch noch interessieren, die wir vorher schon gemacht haben in den Episoden davor. Genau, jetzt soll ich schon mal gucken, das nächste Ziel, oder erstmal hier nochmal gezeigt, es gibt in der Elevator, in der Linear Motion Mod, mit den Aufzügen, der Aufzug, den ich gerade benutzt habe, der ist aus dieser Mod. Da gibt es ein neues Update und zwar Vehikelaufzüge. Leider fehlen mir noch Computer und die kann ich leider noch nicht freischalten, weil da brauche ich, weiß gar nicht, was ich dafür gebraucht habe. Was brauchte ich dafür? Ich glaube Gummi oder so. Gummi und Kunststoff. Und dann kann ich die auch freischalten. Die werden wir uns wahrscheinlich dann in der nächsten Episode, werden wir uns die Fahrzeuglifte mal anschauen. Da bin ich mal sehr gespannt. Da müssten wir vielleicht auch mal das ein oder andere Fahrzeug mal bauen, damit wir das auch mal anschauen können, wie gut oder schlecht das mit Fahrzeugen dann auch funktioniert. Weil es nützt ja nichts, wenn ich einen Fahrzeuglift baue, ja, und dann mache ich da kein Fahrzeug drauf. Das ist ja doof. Wir haben an der MAM einen neuen Progress, nämlich die neue Mod, die ich installiert habe: Slug Principles. Und fragt mich jetzt nicht genau, was man da genau machen kann. Ich weiß nur, diese Mod ermöglicht es, dass man die Flora und Fauna des Planeten für Anlagen direkt nutzen kann. Also quasi, man baut dann Anlagen, um Stoffe aus den Lebewesen herzustellen. Irgendwie so ähnlich. Und da gibt es hier zum Beispiel jetzt den ersten Punkt. Liquid Energy, also flüssige Energie. Ezromite ist anscheinend irgendwie ein Stoff oder so. Liquid Energy ist auch irgendwie eine Flüssigkeit. Und den Energy Pool kriegt man dann. Wir brauchen eine Schnecke, um das zu erforschen. Erforschungszeit ist 5 Minuten. Es zeichnet sich schon ab, dass wir Schnecken brauchen für diese ganze Sache. Das heißt, ich werde jetzt mal hier ein bisschen rumlaufen und mal ein paar Schnecken noch sammeln, damit wir dann auch entsprechend die Schnecken dafür haben. Hier sind nämlich noch einige in der Gegend, die ich noch nicht abgefarmt habe. Es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich in dem Zusammenhang gleich mal das ein oder andere Wrack mal versuche zu öffnen. Das müsste jetzt ja langsam realistisch sein. Wir haben jetzt ja auch schon die Motoren und sowas. Vielleicht gibt es ja eins hier, das mit Motoren oder irgendwie mit Sachen geöffnet werden kann, die wir jetzt schon haben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So die 5 Minuten, die das jetzt zum Freischalten braucht, können wir uns da jetzt, denke ich mal, schon kurz für nehmen. Vielleicht auch gleich mal ein paar Beeren essen. Oder sammeln. Bären sammeln. War hier hinten nicht irgendwo eine Schnecke irgendwo auf so einer Spitze drauf? Ich hatte von Weitem immer eine gesehen, habe mir die für später gemerkt. Ich glaube, da oben war.
Da oben war die, glaube ich. Da muss ich da hochgehen. Und dann bin ich mal gespannt. Das scheint ja ein sehr komplizierter Progress da zu sein in der Mod. Also da gibt es ja viele, viele Verzweigungen in dem Forschungsbaum. Scheint einiges zu gehen. Da bin ich mal sehr gespannt, was das dann für Nutzen hat. So, hier sind natürlich wieder die Pupspflanzen. Hier ist die Schnecke. Schnell, schnell. Nimm's, 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 nimm's und weg. War nicht da oben auch irgendwie eine violette Schnecke sogar? Ich glaube ja. Da war irgendwo oben war so eine violette Schnecke gewesen. Ja, unter den ganzen Steinen sind wahrscheinlich auch Schnecken. Aber das Problem ist, da komme ich ja noch nicht ran. Da oben ist eine grüne Schnecke. Komme ich an die grüne Schnecke ran, ohne runterzufallen? Ist die alles entscheidende Frage. Oh nein, da hinten sind Hässlichkeiten. Ich versuch's mal einfach. Bitte tötet mich nicht. Bitte tut mir nichts. Bitte tut mir nichts. Ich flehe euch an, bitte tut mir nichts. Ah! Ah! Gott, ich bin beinahe runtergefallen. Egal. Alles gut, ich lebe noch. Alles gut. Die Weinbergschnecke steht vor dem Aussterben. Kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Das ist ja auch kein Weinberg, davon mal abgesehen. Okay, warte, ich versuche einfach auf den anderen Zapfen darüber zu springen. Unten ist ja Wasser, das fängt mich auf. Wie ein echter Batman, nicht schlecht. Geil. Alter, ich bin hier voll der Parkourmeister, nicht schlecht. Habt ihr das gesehen? Mit einer Selbstsicherheit habe ich das gemeistert hier. Ich habe auch nicht weibisch geschrien. Niemand hat irgendwas in der Richtung gehört. Wer was anderes behauptet, verbreitet Fake News, ganz klar. Wer was anderes behauptet, ist ein Querdenker. So. Deswegen habe ich mal hier gewuppt jetzt. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir brauchen natürlich auch mal so eine gelbe Schnecke vielleicht auch. Da weiß ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wo eine sein könnte. Vielleicht da oben? Naja, das Blöde ist, ich muss mich da halt hochbauen. Da ist eine Gifthöhle. Höhlen wären ja dann spannend, wenn das Update 5 kommt. Also zumindest einige von den Höhlen, die es hier gibt. Die werden ja dann sehr viel besser aussehen. Da bin ich mal gespannt. Da machen wir mal wirklich auch mal eine ganze Episode lang so eine Höhlentour. Höhlentour. Wahrscheinlich wird es eher eine Heultour. Aua, das hat doch ein bisschen gezwickt jetzt. Sorry, hab gerade geblinzelt. Kannst du das wiederholen, bitte? Einfach zurückspulen im Video. Die Nasen, die auf YouTube schauen, können zurückspulen. Hier sind Pilze. Warte mal, die brauchen wir auch. Ah, und hier gibt es Geysire. Das ist auch gut. Aber das nützt uns noch nichts. Können wir, glaube ich, noch nicht freischalten. Da brauchen wir noch Computer. Braucht man nicht sogar Quantencomputer dafür? Da oben ist die violette Schnecke, genau. Da ist sie, da ist sie. Wir können ja einen Fahrstuhl da hochbauen, lol. Oh, was haben wir denn hier? Ah! Hab ich in der Tür geirrt. Tut mir leid. Ich wollte nicht stören. In einem kleinen Loch in der Erde, da wohnte eine hässliche Kackspinne. Was ist denn jetzt? Hier hinten drin, da ist auch irgendwas. Ich habe leider noch keinen Sprengstoff freigeschaltet. Ich glaube, die 5 Minuten sind um. Haha, geh zur MEM und sieh dir die Ergebnisse an. Liquid Energy, abgeschlossen, nice. The extracts of these gastropods could prove useful in our research. Ach. A containment facility has been provided for further testing. Long processing times are to be expected. Suggestion, go pet some lizard doggos. Haha, das ist ja ein geiler Text. Den hat er ja richtig geil eingefügt, der Modder. Das ist ja wirklich vom Humor und von allem ist es ja wie das Original geil. Ach lol, ein Bucket. Eine neue Tasse. Nice. Na, gibt's da einen Text? Nee, gibt's nicht. Was haben wir hier? Ah, ich muss eine Tasse herstellen? Moment mal, heißt das, ich kann das Zeug trinken? Ich kann mir Energy-Drinks produzieren. Wie geil ist das denn, Mann? Warte, 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 warte. Das müssen wir unbedingt machen. Das müssen wir. Ich kann mir aus den Schnecken einen Energy-Drink machen. Nein, wie geil. Ich kann mein eigenes Green Bull produzieren. Nicht schlecht. Ich kann Green Bull herstellen. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Sekunde. Energy Pool. Okay, ich brauche ein bisschen Klötze noch und dann läuft das. Passenderweise ist hier nebenan direkt die Zementfabrik. Da hole ich mir gleich mal ein bisschen was raus.
Ich kann mir Green Bull herstellen. Eigentlich müsste ich meinen Energy Drink ja Green Beer nennen, ne? Aber da Bier klingt wie Bier, denken alle, das wäre Alkohol drin. Das ist natürlich nicht so gut. Aber vielleicht ist auch gerade das gut. Man weiß es nicht. So, wo baue ich denn meinen Green Beer Produktion? Wo baue ich die denn? Wart mal hier, da ist auch, da hinten haben wir ja die Stromdinger noch gebaut. Ich mache das hier oben. Ja, warte mal. Ha, ich kann mich nicht entscheiden. Hier, ich mach's hier hin. Energy Pool. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Oh, guck mal, wie krass das ist. Das sieht voll cool aus. Guckt euch das an. Da ist voll die Grube da drunter. Guckt mal. Nicht schlecht. So, und jetzt? Was mache ich da jetzt? Liquid Energy. Was brauche ich denn da? Grüne Elektrostrecke. Ich brauche 6 Schnecken pro Minute? What? Okay, diese Flüssigkeit ist offensichtlich sehr wertvoll. Ich sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir die auffangen und speichern. Also die sollten wir auf jeden Fall... Also brauche ich da doch kein Wasser, wie es aussieht. Nee, warte mal, dann nehmen wir das hier nochmal weg. Ah, guck mal, was wir da oben haben. Nicht schlecht. Warte, die hole ich mir gleich noch. Okay, ich baue mir einen Aufzug nach oben. So, wir nehmen hier nämlich jetzt, ja. Wenn ich jetzt H drücke durch die Smart Mod und dann Shift und Alt, kann ich das hier nämlich nach unten ziehen. Wow. Dann kann ich drücken. Geil. Dann kann ich hier den Lift hinsetzen. Toll. Wo ist er? Da. Genau. Hier. So. Ich könnte ihn sogar noch ein bisschen tiefer nehmen. Nehmen Sie ihn nach unten. Komm, wir machen da nochmal eine kleine Segmentierung rein mit 2 Metern. So. Achso. Ah, warte, da können wir was nehmen, was keine Hitbox hat. Dann nehmen wir jetzt einfach die Concrete. Genau. Konkret geht immer. Dann braucht man eine Rampe. Eine konkrete Rampe. Nice. Ach, ich liebe die Structural Solutions Mod. Scheiße, ich hab's falsch rumgebaut. Ich wusste auch, dass ich einen Fehler gemacht habe wieder. Es konnte ja nicht anders sein. Jetzt hat. Warte mal, machen wir es mal nach da drüben. Genau. Und dann machen wir das nämlich weg. Strom können wir gleich anschließen. Ist ja direkt hier ein Mast nebenan. Hervorragend. So, dann machen wir mal einfach jetzt. Wie hoch gehen wir denn? 30? 38? Nee, warte mal, es waren irgendwie 46 oder so. War, glaube ich, der höchste. Bisschen schneller machen, bisschen lauter machen. Und dann sage ich mal, fahr mal hoch. Ja, bisschen zu hoch. Warte. Mach mal nur so. Was ist denn, wenn ich das jetzt ändere, während der aktiv ist? Das ist, glaube ich, keine so gute Idee, weil ich mach mal 30. Ja, genau. Ah, ja, er checkt das. Okay, das ist gut. Ha! Da ist die Schnecke mit Aufzug erspielt. Warte, noch ein bisschen tiefer. Machen wir mal so 25, 5 Meter tiefer. Warte. So. Nee, 20. Kann man ein bisschen schwer einschätzen, so finde ich. Aber hier, jetzt sind wir auf der Höhe. Genau, jetzt kann ich hier nebenan nämlich dann anbauen. Glaube ich, müsste gehen eigentlich. Ja, genau, ja. Jawohl. Sehr nice. Ahahaha. Weggeschneckt. Sauber. So, da können wir ja hier gleich auch einen Boden reinziehen. Dann haben wir hier gleich die Etage am Start. Sehr nice. Und dann machen wir oben noch eine 3. Etage. Floor hinzufügen. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Nice. Und da bin ich oben. Hey, das ist ja genau gegenüber von der... Von der Kolonie. Sehr schön. Sauber. Dann fahren wir nach unten. So, was hatte ich jetzt nochmal gebraucht? Jetzt muss ich nochmal in die MAM gucken. Für die nächste Stufe von der Slug-Dings. Weiter runter. Sehr schön. Nice. Diese Aufzüge sind schon ein bisschen geil. Wenn ich das mal sagen darf, ich finde das schon ein bisschen geil. Und jetzt gucken wir mal schnell an die MAM. Und schauen mal. Da kann man echt froh sein, dass in Real Life die Architekten nicht so arbeiten. Achso, ja, der Aufzug, wie hoch muss er denn sein? Ja, noch 2 Meter dazu, noch 2 Meter dazu. Kommt immer auf den Architekten an, würde ich mal sagen. Wie mache ich denn die Tasse, warte mal. Oder ist das einfach nur das Symbol für das Zeug? Ich muss das wahrscheinlich dann... Hä? Ich check's irgendwie gerade nicht so ganz, warte mal. Ich habe
die Slug Principles. Ich habe den Energy Pool. Genau, da habe ich jetzt diesen einen Kristall. Dieses, was auch immer das hier ist. Wie heißt das? Erzromite. Und jetzt kann ich das da bauen. So. Und wenn ich das gebaut habe, dann muss ich das ja eigentlich irgendwie abfüllen können, oder? Irgendwo rein. Ja, er hat auch schon einer geschrieben im Livestream, er kommt mit der Mod irgendwie mit dem Progress nicht so ganz klar. Aber vielleicht kann ich da den gordischen Knoten lösen. Ich baue das mal ein bisschen weiter weg erstmal. Ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher, wie ich selber vorgehen muss. Braucht das Strom? Nee, Strom wird nicht gebraucht, erstaunlicherweise. Liquid Energy, so. Energie 0 Megawatt. Ich schieb einfach mal die Schnecken rein. Oder vielleicht erstmal nur eine. Wo ist eigentlich der Rohreingang? Da muss auch irgendwo ein Rohr rauskommen normalerweise. Das ist einfach nur so ein Gerät, was du aufbaust, wo dann... Ja, und jetzt kann ich das nicht in mein Inventar ziehen. Jetzt habe ich eins von diesen Dingern produziert. Das ist das Problem, genau das. Okay. Vielleicht soll man das gar nicht in so ein Rohr packen, sondern vielleicht soll man das abfüllen irgendwie direkt. Vielleicht ist das direkt auch eine Abfüllanlage. Vielleicht muss ich da eine Tasse reinpacken. Warte mal ganz kurz. Ich wollte gerade was anderes probieren. Wo sind denn die Rohre nochmal hier? Ich will mal kurz probieren, ob ich da doch irgendwo ein Rohr ansnappen kann. Vielleicht ist es ja ein unsichtbarer Snap-Point. Vielleicht sieht man den ja aktuell noch nicht. Nee, irgendwie nicht so komisch. Wenn ich es abreiße, lösche ich es ja. Ich will ja die Schnecken jetzt auch nicht so... Warte mal. Ich baue mal so einen Shop. Wir haben ja ein paar Coupons. 17 Stück. Die Tasse kann ich mir doch schon freischalten, oder? Die normale Tasse? Hier, Fix-It-Kaffeetasse. Genau. Kaufen. Alles kaufen. So, da habe ich immerhin mal wieder meine Kaffeetasse. Jetzt will ich mal was probieren. Kann ich die Tasse, weil das ist ja eine Tasse im Bild gewesen, kann ich das vielleicht irgendwie da reinschieben? Warte mal, nimm die mal aus der Hand wieder. Vielleicht kann man die ja reinschieben, dann wird es vielleicht so... Okay, nee, geht nicht. Und was ist hiermit? Was kann ich denn da unten reinziehen? Guck mal, weil das ist ja auch schon maximal übertaktet irgendwie. Die Tassen kannst du craften, okay. Ah ja, da unten, der Bucket. Und der Bucket war ja voll. Vielleicht kann ich... Ah, warte mal. Vielleicht kann ich den Bucket nehmen. Den Bucket. Aber der ist ja voll. Guck mal, da ist ja was drin. Mein Bucket ist leer. Irgendwas stimmt da nicht so ganz, glaube ich. Oder man muss das irgendwie abfüllen in den Bucket. Aber ich wüsste jetzt nicht wie. Warte mal, ich probiere mal noch schnell, die Rahmen zu machen, die mir da noch fehlen. Vielleicht kann ich ja, wenn ich die fehlenden Rahmen habe... Kann ich das ja trotzdem freischalten mit dem... Vielleicht ist das nur visuell in dem Symbol da, dass der Becher da voll ist. Vielleicht muss der gar nicht wirklich voll sein. Vielleicht klappt das auch mit einem leeren Becher, um das freizuschalten. Mal gucken. Energy Drink. Ja, das muss Energy Drink sein. Warte mal, was ist denn das für eine Beschreibung? A bucket containing liquid energy. It's used for most slug-related crafting recipes. You can also equip and use the Energy Drink. Default Left Mouse Button to get a temporary boost. Warte mal, kann ich die Tasse ausrüsten wie die andere Tasse? Moment. Ah ja, ausrüsten kann ich sie. Kann ich da jetzt abfüllen vielleicht? Nee, kann ich das... Ah, raufklicken! Ich hab geklickt! Ich hab die Tasse in die Hand genommen, hab geklickt! Ich hab Energy Drink gezapft quasi! Geil, es musste doch irgendwie gehen. Nice! Jetzt kann ich es freischalten. Ahahaha! Mit Trick 17. Nice. Mit Trick 17 habe ich das geschafft. 17, meine lieben Freunde. Nice. Ich habe das Rätsel gelöst. Haha. Hoho. Jetzt brauchen wir noch schnell die violette Schnecke, die eine da. Die da oben ist. Die ist ja im Progress, wird die gebraucht. Mann, oh Mann. Spielbär The Brain hat es wieder hingekriegt. Nicht schlecht. Krass. Ich habe Energy Drink abgezapft. Mein erster Green Beer Energy Zapf. Energy Drink. Was ich hier wieder verzapfe, ey. Das ist unglaublich. Also, es ist quasi eine
Das ist quasi wie in einer Bar die Zapfsäule. Ne, wie sagt man, der Zapfhahn? Und da muss man einfach ran mit seinem Glas und es ist einfach Zapfen mit linker Maustaste. Trink mal einen Schluck. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's gerade benutzt, um das freizuschalten. Ich hab's gerade schon wieder, ist gerade schon wieder weg. Ich muss mir eine neue Tasse machen und nochmal eine neue Schnecke da rein und dann kann ich erst wieder zapfen. Aber ich muss jetzt erstmal da die Schnecke holen von oben. Das wird jetzt unnormal lustig. Das wird jetzt unnormal lustig, ja? Warte, ich fall bestimmt runter, ich sag's euch. Ich versuche da jetzt wieder mit dem Aufzug hochzukommen einfach. Und dann einfach wieder rüberbauen. So, mal gucken. Schön daneben, genau. Ich bin sowieso voll daneben, insofern passt das. Bin ja so genau an der richtigen Stelle. So, dann warte, vielleicht eher so. Und dann lieber dann den Balken rüberziehen. Wie hoch müssen wir denn da? Ich mach mal 100 einfach. Achso, ich muss erstmal Strom. Erstmal Strom besorgen. Apropos Strom, wir müssen glaube ich auch bald mal wieder die Stromkapazität ausbauen. Es kann sein, dass das bald nicht mehr reicht. Wir haben jetzt schon wieder so viele neue Anlagen gebaut und so. Kann alles sein, dass das nicht mehr reicht. Immer mal 100. Gucken wir mal. Maximal Operating Health. Ja, 100 ist auch die maximale Höhe. Nicht schlecht. Gut, dann go to floor. Ja, sieht doch gut aus. Wow, ist sogar zu hoch. Okay. Das sind auf jeden Fall nochmal 20 Meter weniger, würde ich fast sagen. Es sind eher 80. Bing. Ich finde es schon krass, wie weit man da hochfahren kann, ne? Ja, 80 sieht schon mal deutlich besser aus. So, warte. Jetzt falle ich runter, wenn ich da rüber baue. Pass mal auf. Nein! Das wäre es jetzt gewesen! Wenn der mich jetzt runtergeholt hätte. Nein, hau ab. Lass mich. Warte mal ganz kurz. Ich geht gerade nicht. Ich muss kurz mal hier jetzt... Warum geht das jetzt hier nicht? Unten ging das doch auch. Muss man das... Ja, hier. Nice. Nein. Nein. Ja. Mach doch. Ja. Juhu. Nice. Haha. Und jetzt schnell wieder runter. Wunderbar. Also diese Lifte sind schon geil, wenn ich das mal sagen darf. Die sind für das Anfangs-Gameplay, um so Höhen zu überwinden, sind die echt geil. Da musst du nicht ewig da so einen Foundation-Turm hochziehen. Du musst überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen, dass du keinen Jetpack hast oder ja. Du machst einfach so einen Aufzug, gehst auf die Höhe, die du brauchst, fährst hoch und fertig. Ich finde das auch toll. Man muss nicht mal, das wurde mir auch erklärt, man muss nicht mal, wenn man jetzt den auslösen will, den Fahrauftrag, man muss nicht mal auf den Aufzugsdisplay gucken. Man kann einfach sich so hinstellen und einfach die Pfeiltaste nach unten drücken und dann wird der Aufzug auch getriggert. Das ist einfach nur Gewohnheit, dass ich auf das Display gucke, aber es bewirkt einfach gar nichts. Ich kann auch einfach weggucken. Ist schon geil. Und es ist der Infuser fertig. Bitte wähle einen neuen Knoten. Nice. Dann machen wir mal. Encountering interference in your audio transmissions. A deep scan analysis on the recordings revealed a weak and unspecified signal. Was? Further investigation is required. Eine Interferenz in meinem Audiosignal wurde erkannt. Eine Tiefenscan-Analyse hat ergeben, dass es ein schwaches und unspezifiziertes Signal ist und weitere Untersuchungen benötigt sind. Gelbe Elektroschnecke, grüne Elektroschnecke. Was? Was hier? 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 Oh, geil. Wir brauchen mehr Energy Drink. Zu teuer? Hä, ich hab doch... Ach so. Ich brauche mehr Energy tatsächlich. Ich gehe mir mal noch ein bisschen was auspressen. Ah, nee, Moment, ich brauche noch eine Tasse. Ich muss das nur abzapfen. Aber irgendwie lustig mit dem Abzapfen. Ist irgendwie eine geile Idee. Weil das ist halt bei Saatis ja auch. Du hast zwar diese Tasse, aber da ist halt immer dieser Kaffee drin.
Ah, nee, warte, das war ja bei der Ausrüstungswerkbank. Da ist halt immer dieser Kaffee drin, aber es wäre doch halt voll geil, wenn man sich einfach in der Welt aus den Zutaten, die es hier gibt, einfach selber Getränke mixen könnte, so, die auch verschiedene Wirkungen vielleicht dann haben. Vielleicht auch mal was Berauschendes oder so. Dass man dann so Farben sieht. Das wäre doch irgendwie nice. Also ich würde gern Farben sehen. Ich hätte nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also wahrscheinlich. Ich hoffe in Farbe. Ich hoffe, ihr seid nicht rot-grün blind oder so. Ich hoffe, ihr seht die Farben so, wie ich sie sehe. Hier sind doch Farben, oder? Also ich sehe da eine violette Schnecke in meinem Inventar. Warte. Ich mach das. Ich spinne das trotzdem mal. Da wird sie gepresst. Wenn ich jetzt noch eine nachlege, wie ist denn das dann? Untätig. Ah ja, ich muss erst zapfen und dann. Oh, zapft dies. Zapfen und dann geht's weiter. Aber guck mal, da ist auch der Pool leer, oder? Guck mal, da füllt er sich auf. Habe ich den gerade getrunken? Ich wollte gar nicht trinken. Oder hat er den. Ah ne, den hat er abgelegt. Okay, alles gut. Ja, guck mal, wenn er. Das ist ja geil gemacht. Wenn die Schnecke gepresst wird, füllt sich das Becken auf, das Energy-Drink-Becken. Und wenn ich dann auffülle hier meine Tasse, guck mal, dann geht's leer, aber es ist komisch, er trinkt dann irgendwie aus der Tasche. Tasche? Tasse? Er trinkt aus der Tasche, genau. War Kacke. Nein! Moment, ich muss freischalten. Was nehmen wir denn? Belohnungen. Energized Rod? Slimy Kompost. Dance Sand Washington wahrscheinlich. Und dann. Ich mach das hier mal erstmal, oder? Ne, warte mal, hier brauchen wir zwei. Wo geht's denn am meisten weiter noch? Was ist das hier? Watch! Artifact Radar. Das ist wahrscheinlich das, wo wir dann die Dings analysieren müssen. Aber das kann ich leider nicht machen, weil ich noch keinen Quarz-Progress gemacht habe. Ich habe noch keine Oszillatoren. Ja gut, dann fällt das erstmal aus, aber wir können hier erstmal weitermachen. Ich erforsche das hier mal. Ja, wir brauchen mehr Schnecken, eindeutig. Kann ich eigentlich die violetten Schnecken auch verarbeiten? Ich traue mich irgendwie nicht. Die brauche ich da noch fürs Freischalten. Warte mal. Wir haben ja auch selber noch hier Energieschnecken. Hier der normale Node muss ja auch noch erforscht werden eigentlich. Wir bräuchten mal, wie gesagt, eine gelbe Schnecke. Ich müsste mich mal eigentlich auf den Weg machen und mal ein bisschen noch Schnecken sammeln gehen. Um da noch ein bisschen weiterzumachen. Aber das ist eine coole Idee, so generell, dass man mit dem Becher da ranlaufen kann und das einfach abzapfen kann, was rausgepresst wurde. Das ist irgendwie geil. Ich würde mir sowas vielleicht auch für das Standardspiel wünschen, dass man ein bisschen mehr so aus den natürlichen Ressourcen machen kann. Ist doch eine geile Idee an sich. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch bekommen? Genau, warte mal, wir haben doch da gerade noch was freigeschaltet. Hier, wir haben den Infuser ja freigeschaltet. Ach, guck mal, da brauche ich auch. Da brauche ich leere Tassen und einmal Energy Drink. Und dann nochmal die Dinger. Okay, warte, wir müssen doch mal noch Energy Drink besorgen jetzt. Also, ich meine natürlich Energieschnecken. Hier waren ja etliche durchaus noch so, die wir noch nicht abgegriffen haben. So in den Gegenden hier. Ich hole mir jetzt erstmal, genau, ich hole mir jetzt erstmal die Rahmen noch. Dann gucke ich mal von oben, ob ich von oben spontan eine Schnecke sehe, die wir noch nicht haben. Ich brauche auch mehr Schnecken. Also wenigstens eine Schnecke sollte man schon haben, finde ich. Das wäre schon ganz gut. Und da sind wir angekommen. So, jetzt muss ich gucken. Hinten waren die Rahmen. Wenn mich nicht alles täuscht. Da hatten wir die produziert. Ich finde das irgendwie ungewohnt, mit einer leeren Tasse durch Sardis zu laufen, oder? Es ist irgendwie. Fühlt es sich nicht natürlich an. Es fühlt sich irgendwie sehr fremd an. In Sardis eine leere Tasse zu transportieren. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Das ist wie wenn man ohne Hosen zur Arbeit geht. Irgendwie. So, wenn man irgendwie untenrum nackt zur Arbeit geht. Es fühlt sich einfach irgendwie falsch an. Auch wenn das da eigentlich gar nichts dran ist, fühlt es sich falsch an. Und die Leute schauen dann auch so komisch. Die Tasse ist zwar leer, aber sie dampft. Stimmt, dann ist das eine warme Tasse. Krass. Ja, guck mal, das dampft wirklich. Krass. Okay, warte. Wo sehen wir denn hier? Sehen wir hier was? Kann ich hier irgendwas sehen von hier? Ich brauche Schnecken.
Ich brauche. Da hinten ist eine, guck mal. Aber ganz weit weg. Ich könnte mich darüber bauen eigentlich. Vielleicht ist ja eher noch was in der Gegend hier. Muss irgendwie noch was sein. Ist doch, kann doch nicht sein. Guck mal, da hinten ist eine zum Beispiel. Auf dieser Insel da. Das ist doch schon mal ja nicht so schlecht, die Ansage. Ist da noch eine? Guck mal, da ist auch noch eine da. Die hole ich mir jetzt. Ich weiß auch schon, wie ich das mache. Ich springe hier einfach runter. Auf diesen komischen Zapfen hier. Ah, ne. Nee, ist doch zu weit unten. Ich dachte gerade, das sah so erreichbar aus, aber irgendwie nicht. Jetzt werden einige sagen, benutzt doch den Aufzug, den du gerade gebaut hast da. Nee, das geht leider nicht. Den kann man nicht nach unten erweitern, glaube ich. Also den kann man immer nur von unten nach oben quasi erweitern, aber nicht von oben nach unten. Damit es verhindert quasi, dass man sich in die Map reinbaut. Das ist auch sehr clever eigentlich von dem Modder gemacht, dass man nicht unter die Map bauen kann mit dem Aufzug. Ist schon sehr durchdacht, dieser Aufzugsmods, muss man einfach mal sagen. Das muss man einfach mal sagen. Bei manchen Berufen ist es wohl auch gern gesehen, ohne Hose zu kommen. Zu kommen vor allem. Ich weiß ja nicht, an welche Berufe du gerade denkst. Bauarbeiter, wahrscheinlich. Ah! Nein, nein, sie haben mich geschubst, sie haben mich geschubst. Ich will nur das nehmen und dann bin ich wieder weg. Ha! Das ist mein Energy Drink. Lass mein Energy Drink in Ruhe. Ist auch ein bisschen eklig, wenn man so drüber nachdenkt, oder? Gepresste Schnecken schlürfen. Ist schon irgendwie gewöhnungsbärdürftig. Aber warte mal, Quarz. Das ist gut. Warte mal, den braucht man doch auch für den Quarz-Progress. Nice. Aber ein bisschen mehr braucht man da schon noch. Dieses Mineral weist einen rein. Achso, das ist von der Mem. Ja, irgendwie ist das lustig. Ich musste ja die Mem-Ansagen, musste ich eigentlich ausschalten. Das fällt ja unter Dialog. Waren ja verbuggt. Also es war diese Durchsage vom Nobelisten, wenn man neben dem steht. Die wurde immer wieder wiederholt und da musste ich das ausmachen. Und ja, anscheinend läuft die Nachricht von der Mod, die Mem-Nachricht, die läuft anscheinend nicht über Dialog. Die läuft anscheinend über einen anderen Lautstärkeregler. So wie ganz witzig, wenn man so drüber nachdenkt. So, da hinten gibt es tatsächlich noch eine Schnecke, die wir von oben gesehen haben. Nimm sie. Sieh mich nicht. Sieh mich nicht. Nice. Ich habe die Fähigkeit, mit meiner Umgebung zu verschmelzen. Eine hätte ich gerne noch. Finden wir hier... Ah! Nein, wehe. Warte, warte, ich muss meinen Knüppel rausholen. Knüppel auf den Sarg. Ihr kleinen Schweinchen. Oh, wollt ihr mich hier wahnsinnig machen mit dem Rumgerenne? Ist ja wohl nicht euer Ernst. Die wollen mich hier, glaube ich, zur Weißglut bringen. Ahaha. Salto Mortale. Ah, hui. Haha. Voll in die Fresse! Voll in die Fresse. So, gib mir das hier. Nice. Und da habe ich meine dritte Schnecke. Nicht schlecht. Wie schnell das geht, hat man mal so ein paar Schnecken zusammen. Lizardogo! Ich hatte gerade einen unartigen Gedanken. Ich dachte gerade, ich habe gerade diesen Schockstab in der Hand. Wie reagiert Lizardogo eigentlich, wenn man den damit bearbeitet? Und dann habe ich mir gedacht, was hat sich mein krankes Gehirn denn da schon wieder ausgedacht? Das probiere ich jetzt nicht. Ich hatte so irgendwie gerade diese Assoziation Dogo-Schockstab hatte ich gerade gehabt irgendwie. Nein, das machen wir nicht, sowas. Das machen wir hier nicht. Wir quälen nur die, die es verdient haben. Mit Schockstab. Die mich immer anrempeln und immer böse zu mir sind, die werden gequält. Wenn du noch ein bisschen nach Nordwest gehst, da gibt es noch eine gelbe. Ja, irgendwo hier da hinten gab es auch noch gelbe. Die hatten wir auch noch nicht genommen. Ich, wie gesagt, muss halt ein bisschen wegen den Gegnern aufpassen. Ich habe halt noch nicht so die Waffen. Hatte ich eigentlich schon den Schlegel freigeschaltet? Der wäre natürlich mal geil, ne? Den blauen Schlegel. Den könnte ich mir mal machen eigentlich. Ich glaube, den hatte ich sogar schon freigeschaltet. Ich habe ihn nur noch nicht gecraftet. Jetzt mache ich aber erstmal noch Energy Drink. Dann können wir mal dieses andere Gerät noch bauen.
Das fände ich mal noch ganz spannend eigentlich. So, hier sind wir. Ist aber jetzt auch ein bisschen verschwenderisch, ne? Weil diese ganzen Energieschnecken, die nutzen wir ja normalerweise immer, um die Energieshards zu produzieren. Und jetzt verdengeln wir die hier die ganze Zeit für dieses Zeug. Ich weiß ja nicht, ob das so geil ist. Ich hoffe, das bringt auch irgendwie mal was. Ich fände es irgendwie geiler, wenn man eine andere Ressource da reinstecken müsste, um Energy Drink draus zu machen. Aber irgendwie mit den Schnecken ist es natürlich auch irgendwie witzig, ne? So, wo ist jetzt hier die graue Tasse? Ich habe sie in der Hand, oder? Ja, genau. So, Energy Drink. Und jetzt konnte man doch hier... Ein Energy Drink und 5 leere Tassen, okay. Da müssen wir noch mal, nicht hier, müssen wir aber 5 leere Tassen machen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt können wir den Infuser machen. Den baue ich jetzt LOL! Was ist das denn? Was ist das denn? Ich dachte, das wäre irgendwie was ganz krasses, großes. Dann okay. Da fliegt irgendwie ein Hologramm. A building that composed of a small inlet and a main container and is used to process the materials. The ingredients need to be put inside the inlet. Items accepted. Ach so, concrete, biomass, iron rods. After that, the holding... Was? While holding an energy drink, interact with the building to start the infusing process. Okay, Zement soll ich da reinstecken? Biomasse, ich probiere mal Biomasse. Und jetzt soll ich einen Energy Drink nehmen? Habe ich einen Energy Drink noch? Nee, habe ich nicht, wa? Nee, habe ich ja verbraucht. Warte, muss ich nochmal zapfen. Ich muss noch einmal zapfen. Gib mir das. Nimm die Tasse in die Hand. Einmal noch zapfen. Ich will wissen, was da rauskommt. Nimm mal Beton. Ja, jetzt habe ich gerade Biomasse probiert. Ich will ja überhaupt wissen, was da passiert. So, jetzt Achtung. Energy Drink. So, jetzt muss ich den in die Hand nehmen. Aber das System ist irgendwie spannend. Das ist irgendwie mal was anderes. Das ist mal komplett andere Herangehensweise irgendwie. Und du? Ah. Ach, jetzt wird's konvertiert. Ach, krass. Jetzt wird mein Energy Drink umgewandelt in einen Giga Drink. Ich weiß es nicht. Das ist der Fusion Drink jetzt oder was, der da jetzt rauskommt gleich. Ich finde dieses sich bewegende Interface irgendwie ganz geil. Also ja, ist ein bisschen flashy sonst, aber die Idee ist irgendwie cool. Dass man das so von allen Seiten dann quasi sieht. Das macht einen nur ein bisschen kirre, wenn das so wegplöpst irgendwie. Müsste noch ein bisschen ruhiger ablaufen vielleicht. Ein bisschen länger einfach eingeblendet bleiben, nicht so schnell weggehen. Wäre das ganz cool. Bestimmt muss ich das auch wieder abzapfen, was da jetzt rauskommt. Ah, nee, warte mal. Es ist fertig, was ist das? Simply Compost. Nee, Slimy Compost. Bitte was? Ich habe schleimigen Kompost bekommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator-Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.